enorme Fortschritte wurden gemacht in der rezenten Beobachtung der Diversität, der genetischen Diversität der mitteleuropäischen Luchspopulation aufgrund von Zusammentragung von Monitoring-Projekten und Proben, die uns von ganz Europa aus erreichen und die analysiert werden, dahingehend, welche Abgrenzungen und welche Diversitätsunterschiede zwischen diesen Populationen bestehen. Das Ganze basiert hauptsächlich auf genomweiten Daten, die uns Aussagen ermöglichen bezüglich genetischer Diversität und Abgrenzung zwischen Populationen, jedoch auch im Hinblick auf Inzucht und genetische Verarmung dieser Populationen. Die mitteleuropäische Luchspopulation, da gibt es ja quasi zwei Ansätze. Zum einen sind das autochthone, sozusagen Reliktpopulationen, die noch existieren im Baltikum, in den Karpaten, Slowakei, Rumänien. Und dann gibt es noch die baltischen, eine baltische Population, die relativ genetisch verarmt und isoliert sind, gerade die Balkanluchse. Aber auch in den Karpaten findet sich keine sehr hohe Konnektivität zwischen Einzelpopulationen innerhalb von den Karpaten. Jedoch, wenn man sich die ausgewilderten oder die Projektluchse sozusagen in Mitteleuropa anschaut, Rheinland-Pfalz, Bayern, Bayerischer Wald, Tschechien, dann sind das immer noch sehr isoliert vorkommende, nicht hochkonnektive Populationen, die immer noch einen relativ geringen Anteil genetischer Variation aufweisen, leider. Also einerseits in die Zukunft gedacht, wenn man in der Vergangenheit anfängt zu schauen, ist diese Aufspaltung des Luchses und diese Fragmentierung des Luchses in Mitteleuropa gar nicht so alt. Das ist Eiszeit, spätes Pleistozän, das heißt, diese Populationen waren nie langfristig isoliert. Das gibt von der genetischen Seite her Hoffnung, dass aufgrund von Konnektivität und Defragmentierung von diesen Populationen es wieder zu einer größer vernetzten Metapopulation kommen kann. Also da muss man dann irgendwie zumindest theoretisch anfangen hinzudenken und dann auch naturschutzmäßig das umsetzen, dass es zu einer Vernetzung von diesen Populationen kommt, sodass man von einer Metapopulation sprechen kann, wo gewisse Populationen mehr Genfluss austauschen, gewisse Populationen mehr Genfluss empfangen. Aber Konnektivität ist das Schlagwort. Es gibt Anzeichen von Verarmung, gerade im Balkan. Das ist eine kritische Population auch in den dinarischen Regionen um Kroatien herum. Die sind stark genetisch verarmt und bekommen wenig Genfluss von außen mit. Innerhalb von Mitteleuropa, Deutschland gibt es Ansiedlungsprojekte, im Bayerischen Wald und Tschechien, die vernetzt miteinander sind. Es besteht Genfluss zwischen diesen Regionen innerhalb der Region, aber nach außen hin fehlt immer noch ausreichend Genfluss, dass man von einer genetisch vitalen Population ausgehen könnte.